Ohne optische Technologien, also die technische Nutzung von Licht, gäbe es keine Kamera, kein Mikroskop, kein Teleskop und kein Internet. Viele neue Einsatzgebiete entstehen im Moment in der Medizintechnik, der Landwirtschaft und im Maschinen- und Automobilbau. Im Forschungsschwerpunkt optische Technologien der Leibniz-Universität Hannover arbeiten und forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam an diesem Thema der Zukunft. Ursprünglich war die Optik dem Bereich der Physik zugeordnet. Heute arbeiten Forschende aus mehreren Disziplinen wie der Elektrotechnik und Informatik, dem Maschinenbau, der Chemie und der Mathematik mit der Physik zusammen. In unserem Forschungsschwerpunkt hat besonders die Lasertechnik einen hohen Stellenwert. An der LUH wurden zum Beispiel die technischen Grundlagen für die internationalen Experimente zum Nachweis von Gravitationswellen entwickelt. Unser Exzellenzcluster Phoenix-D forscht auf Spitzenniveau an optischen Präzisionssystemen, vor allem an deren Herstellung mit neuen, hocheffizienten Fertigungsverfahren. Das Ziel ist es, Hochleistungsoptik bezahlbar zu machen. Für viele Anwendungen sind optische Bauteile bisher noch zu teuer. In der Landwirtschaft zum Beispiel könnte der Einsatz von Chemie minimiert werden. Durch die neuen Systeme kann ein Sensor Unkraut erkennen, das dann gezielt mit Lasern behandelt wird. Auch im medizinischen Bereich hat die Optik großes Potenzial. So können dank optischer Systeme Flüssigkeiten wie ein Tropfen Blut oder Speichel präzise analysiert und dadurch Diagnosen vereinfacht werden. Mit dem Optikum entsteht ein großer Forschungsneubau, in dem mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller beteiligten Fachgebiete unter der Leitung der Leibniz School of Optics and Photonics zusammenarbeiten werden. Kooperationen, zum Beispiel mit dem Laserzentrum Hannover, bieten gute Vernetzungsmöglichkeiten. Der Forschung zu optischen Technologien begegnen wir an vielen Standorten der Leibniz-Universität. In unseren Speziallaboren im Hannover Institute of Technology forschen und arbeiten wir zum Beispiel an der komplexen Herstellung von optischen Glasfasern. Aus fingerdicken Vorformen entstehen hier hauchdünne optische Spezialfasern mit neuen Eigenschaften, die unter anderem in minimalinvasiven Endoskopen zum Einsatz kommen. Auf unserer Lichtmessstrecke auf dem Campus Maschinenbau forschen wir an intelligenten Scheinwerfer- und Kamerasystemen für Fahrzeuge, die Hindernisse zuverlässig erkennen können und so für mehr Sicherheit sorgen. In der additiven Fertigung werden mit Laser präzise, hochstabile Bauteile für viele Anwendungsbereiche in der Industrie oder der Medizintechnik produziert, zum Beispiel für Gelenkimplantate. Und ein an der Leibniz-Universität entwickelter Hautkrebsscanner kann Diagnoseverfahren revolutionieren. Das neue Gerät erkennt Hautkrebs ohne Gewebeprobe und ohne Skalpell, sondern per Scan von außen. An der Leibniz-Universität Hannover lehren, lernen, forschen und arbeiten wir im Geiste unseres Namenspatrons Gottfried Wilhelm Leibniz. Unser Motto: global denken, interdisziplinär forschen, Leibniz leben.